Fortsetzung. Das gefällt mir sehr gut. Ja, aber soweit ich weiß, ja, es kommt später eine Szene, wo du so eine Unterstützung auswählen darfst, aber es gibt dann halt auch das optionale Ziel, das du treffen musst, weil wenn du es, je nachdem, ob du triffst oder nicht triffst, es geht weiter dann. Wie bitte? Ja, du wirst gleich sehen. Nur weil ihr den letzten Einsatz überlebt habt, macht euch das noch lange nicht zu Superman in meinen Augen. Und wenn ihr euch nicht an die 10 Nox-Gebote haltet, könnt ihr heute Abend sowieso mit dem allmächtigen Harfe spielen. Minenräumer sind in den Hügeln, um in den verschiedenen Städten mögliche Sprengfallen zu entschärfen. Nachdem wir sie in ihr Einsatzgebiet gebracht haben, rücken wir nach Südosten zu einer Schule in einem größeren Dorf vor. Bravo! Sie und Alpha bilden einen Verteidigungsring, während Charlie das Dorf Haus für Haus durchsucht. Die Minenräumer kommen erst rein, wenn alles gesichert ist. Solange die Minenräumer in dem Dorf sind, kommt da niemand raus oder rein. Und keine Rambo-Nummern. Wir identifizieren jede Bedrohung und schalten sie gezielt aus. Kein wildes Rumgeballer und Türen eintreten. Wir müssen den Einheimischen zeigen, dass wir ihnen helfen wollen. Kurz gesagt, benehmt euch. Na, warum denn? Worauf wartet ihr? Bewegt euch! Ran an die Arbeit! Ran an den Speck. Sunny, so. Du warnst uns vor eventuellen Sekundärmissionen. Bewegen Sie sich! 75 Meter! Ja. Norden! Die ganze Menschheit, ich habe diese Mission eigentlich noch gar nicht durch gehabt. Oh, nice. Und dieses Gebiet ist jetzt diesmal ein bisschen offener, als wird jetzt hier mehr gelaufen als gefahren. Also, gut, wir gehen in den Nordwestsektor, um eine Verteidigungslinie zu errichten. Zeigen wir den Bravo-Muschis mal, wie man das richtig macht. Alpha in Position, hier bewegt sich nichts. Verstanden, Absperrung steht, aber keine Zivilisten? Das steckt. Charlie, bewegt eure Ärsche. Okay, Charlie schreitet zur Hausdurchsuchung. Lassen wir mal ganz kurz durchgucken. Scheiße, ist das ruhig. Ich wette, hier kannst du eine Maus auf 200 Meter furzen hören. Alles sauber bis jetzt. Ja. Ich habe halt das Feinde aus größerer Entfernung identifizieren. Ist aber, weil ich Scharfschütze bin. Die wissen offenbar, dass wir hier sind, Staff Sergeant. Dann haben sie Feuererlaubnis. Wenn da irgendwer mit einer Waffe rumschleicht, toasten sie ihn, okay? Oh, da sind welche. Jawohl, oh, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Kontakt! Feind greift aus nordöstlicher Richtung an! Bestätigt, Alpha. Charlie, legen Sie einen Schritt zu. Bravo, behalten Sie die Zone im Auge. Alles Richtung Norden oder Osten gehört Ihnen. Alles wird abgeriegelt. Da kommt hier keine Ratte rein oder raus. Ist das klar? Was? Outlaw Häuptling hier, Outlaw 2-1. Sind im Gefecht gegen Fußtruppen, nahe beim ersten Dorf. Kommen. Gebäude sauber, gehen weiter! Erledigt! Das hier ist erledigt, weiter geht's! Kann ich mich bewegen, Alter, was? Hallo? Alles klar, zurück an die Front! Gewehrschütze, 100 Meter, Westen! Erledigt! Ich zucken, das reagiert auch erst beim dritten Mal. Hier, Charlie! Gewehrschütze, 100 Meter, Nordosten! Erledigt! Gewehrschütze, 75 Meter, Westen! So ist richtig, laut Schönbeck! Niemand legt sich mit dem Alpha-Männchen an! Na gut, sie weichen zurück, aber das kann auch nur ein Test sein, um zu sehen, wie stabil unsere Abwehr ist. Stellung halten, bis Charlie endlich in die Scheißhufe kommt und hier aufräumt. Hier ist nichts, nur ein Haufen Sperrmüll. Zielobjekt ruhig gestellt! Also wie oft blute ich denn bitte? Ja, wenn du getroffen wirst halt, ne? So, ich pack wieder das Fernglas aus. Ich hab auf dem Scharfschützen die Blutung ist gestoppt. Das hält, bis wir wieder im Lager sind. Alles leer, auf zum nächsten. Vorrücken. Die machen die. Ja, die müssen vorrücken. Ja, aber könnten sie gut mal machen. Wir sind nur dafür da, hier rumzusitzen und zu verteidigen. Gefällt mir, hat echt ein bisschen Arma 3 Flair, finde ich. Mein Visier ist so behindert, ne? Ja, ich hab auch dieses dumme Zielvisier. Verlassen! Alles ruhig! Staff Sergeant, da draußen war nichts. Alles sauber. Outlaw Häuptling hier, Outlaw 2-1. Komm. Erstes Dorf gesichert. Wiederhole. Erstes Dorf gesichert.
Keine Sprengfallen, keine Waffen und nur leichter Feindkontakt. Keine Verwundeten. Haben Sie verstanden? Alles verstanden, Outlaw 21. Neue Befehle. Sie werden dem Minenräumerteam Geleitschutz zu dem zweiten Dorf im Norden geben. Vermutlich gibt es dort eine Sprengfalle, die entschärft werden muss. Verstanden? Outlaw 21. Verstanden, Häuptling. Machen uns an die Arbeit. Ende. Oh mein Gott. Also los, wir ziehen ab. Sobald es losgeht, spielen wir Schutzengel für das Entschärfungskommando. Charlie, ihr seid ihre Schatten. Wenn die pissen, werdet ihr nass. Verflucht, wieso kriegt Charlie immer die Scheißschutz? Gut, dass wir heute Morgen auf der Seite der Koja aufgestanden sind. Wow, wenn du Marines. Sehr schön, wenn du nachlädst, wie viel interessant ist, da wirklich das Magazin rausnimmt. Weitere Feindkontakte oben auf dem Hügel. Das ist ja echt selten in solchen Spielen inzwischen. Greifen Sie diese Gegner an und halten Sie sie von den Minenräumern. Immer rauf, immer runter. Kira I. Das vierte Gebot. Denkt dran, was die Schwerkraft mit euren Kugeln anstellt. Ach nee. Ihr werdet den Gegner auf Distanz bekämpfen. Achtet darauf, wo eure Schüsse einschlagen und vergeudet keine Munition. Tut was für euer Geld, Marines. Wir werden beschossen von da oben. Gewehrschütze! 250 Meter! Westen! Minenräumer folgen Charlie, sind unterwegs. Gegen Feuerschutz! Ich bin getroffen! Gegner am Boden! Hier Alpha-Team! Wir greifen an! Geben Feuerschutz! Ich bin erledigt. Was? Ich liege am Boden. Kirby wurde verwundet! Feuerschutz. Okay, das hilft erstmal. Gebt mal bitte Feuerschutz in Richtung der Gegner. Ich bin getroffen. Hier, Alpha-Team. So gut wie aus neu. Aus meinem Sichtfeld bitte. Danke. Gewehrschütze, 100 Meter. West. Feuer einstellen, ich komme vorbei. Wir haben Verletzte. Feuer einstellen. Gewehrschütze, 150 Meter. Nordwesten. Feuerschutz. Trupp, decken Sie mein Zielobjekt ein. Bestätigt. Trupp, decken Sie mein Zielobjekt ein. Bestätigt. So, vorrücken. Hier, Alpha-Team! Wir werden beschossen! Vorrücken! Gebe Feuerschutz! Geben Feuerschutz! Top! Bewegen Sie sich! 100 Meter! Nordwesten! Unterwegs! Linke Flanke sichern. Geben Feuer! Ach, ich bin getroffen! Zielobjekt tot! Tot! Taylor ist am Boden! Geben Feuerschutz! Ich doch hier, Alpha Team, wir greifen an! Irgendwie ist das Rennen verpasst. So, die rennen. Blutung wäre gestoppt! Hier, Alpha Team, wir werden beschossen! Feuer einstellen, ich komme vorbei! So gut wie neu! Okay, danke. Ein Ding. Hallo. Ist Mauer zu hoch oder was? Oh, wie behindert. Lade nach! So, haben wir die jetzt unterdrückt genug? Ich sehe zumindest keine Feinde mehr auf dem Radar. Oh. Top! Bewegen Sie sich! 75 Meter! Nordwesten! Unterwegs! Ihr seht ja, glaube ich, wo ich nicht das Unterstützungsfeuer, das Unterdrückungsfeuer gegeben habe. Trupp, Bewegung! 50 Meter! Nordwesten! Bin unterwegs! Lade nach! Trupp, bei mir neu formieren! Unterwegs zu Ihnen! Unterwegs! Dann rücken wir mal vor. Oh, jetzt leckt hier nicht mehr, komisch. Trupp, Bewegung, 100 Meter, Nordwesten. Das liegt an der Luft. Guckt euch das mal an, Balatello hängt wieder voll hinterher. Ja, ah, stimmt, das ist irgendwie so ein Kameradenschwein. Hier, Alpha. Feindkontakt! Gewehrschütze! 50 Meter! Nordwesten! Sie haben uns im Visier! Top! Bewegen Sie sich! 100 Meter! Nordwesten! Top! Angriff, Moment. Ziel! Gewehr... Tot! Top! Angriff, Ziel! Gewehrschütze! Scheint sauber zu sein. Hier, Alpha-Team! Alpha hier. Hügel sehen sauber aus. Keine schlechte Aussicht, auch wenn diese Staubschüssel so trocken ist wie Sorensons Mutti nach dem Vorspiel. Oh. Minenräumer folgen Charlie, sind unterwegs. Prophet hat keinerlei Informationen über die Gegend. Aber das bedeutet nicht, dass in diesen Bergen keine Touchies lauern, die in euren Schädeln Gehirn Gulasch kochen wollen. Also Augen auf! Top! Hm? Bewegen Sie sich! Sind wir bei Crisis wegen Prophet? Den Joke habe ich schon gemacht.
Oh, oh, shit, genau. Ich kann auch in der Nachtsicht in die Sonne gucken. Weißt du? Ich guck am Ende in die Sonne. Ihr seht, wie wir verteidigen sollen, ne? Ich glaube, ich sehe es. Nee. Charlie hier, wir könnten Hilfe gebrauchen. Werden von mehreren Gegnern festgenagelt. Und unser Fahrzeug ist im Arsch. Erbitten Verstärkung. Los, Leute. Diese vorlauten, frechen Wichser. Ja, ich Bravo, schwingt eure Ärsche darunter und sagt diese Scheiße ein. Alpha, haltet euch an die Westseite und sichert dort die Flanke. Outlaw-Häuptling hier, Outlaw 2, liegen unter schwerem Beschuss. Das Minenräumer-Team wurde getroffen. Scheiße, stehen unter schwerem Beschuss. Ja, wie oft denn noch? Kontakt, Gewehrschütze, 300 Meter, Osten. Trupp, halten Sie mein Zielobjekt nieder! Schon da! Okay, ich hab ein bisschen Unterdrückungsfeuer unten angefordert. Wir werden hier durchgefickt, schafft uns die Schwuchteln vom Hals! Hier, Charlie-Team, die Hagel des Blei! Ich hab eine schöne AK mit zum Visier. Erledigt! Zielobjekt ruhig gestellt! Hier, Charlie-Team! Die halten den Kopf unten! Wir stehen unter Beschuss! Ziele sind unterdrückt. Von wo feuern die? Da hinter dem Kiste. Hinter der Kiste. Mit einem Haus ist einer. Hier, Charlie-Team! Die decken uns hier richtig satt ein! Tot! Sie haben uns im Visier! Ah! Zielobjekt tot! Tot! Ich deck dich, Screening. Das ist so unrealistisch, wie er hier liegt. Ja. Ich hab es in den Kopf reingekommen und ich blute nur. Ja. Hier, Charlie-Team! Wir stehen unter Beschuss! Kannst du ganz normal laufen mit so einem Hirnschaden? Naja, es kann ein Streiftreffer am Kopf gewesen sein, da ist ein Helm auf. Oh, wie war. Danke für die Hilfe, Bravo. Outlaw hier, Outlaw 2-1. Haben den Hinterhalt abgewehrt. Sind unterwegs zur Entschärfung der Sprengfalle. Verstanden, Outlaw 2-1. Melden Sie, wenn die Sprengfalle entschärft ist. Outlaw Ende. Gut, Abmarsch, Leute. Charlie und Bravo bleiben beim Entschärfungskommando, bis wir im Dorf sind. Das sechste Nox-Gebot, Gentlemen. Volle Magazine. Immer nachladen nach dem Gefecht. Es sei denn, ihr findet Wohin es lustig, du, plötzlich Mini? Ohne einen Schuss im Rohr dazustehen, wenn der Tachi euch an die Wäsche will. Ja, wo gehst du hin? Hm? Ja, ich folge dem Ihr seid echt knallfroschwendiger? Verrückt. Zumindest wisst ihr, woher die Gefahr kommt. Also, im Gegensatz zu euch. Keine Ahnung. Ja, aber ihr musstet euch zur Navy melden. Ach, hast du was gegen die Navy? Nicht doch. Wenn wir irgendwo kämpfen müssen, bringt ihr uns immer brav dahin. Dann braucht ihr doch die ganzen Spielzeugautos gar nicht, die wir euch immer hinterher schippern. Doch, bis ihr endlich lernt, über trockenes Land zu schippern. Alter. Unser Trupp ist... Wir sind der Distrupp. Meine Fresse, könnt ihr Muschis nächstes Mal vielleicht noch langsamer latschen? Mann, sorry, ich hab meine Periode. Wir machen, wenn du willst. Minenräumer 1-1 an alle Trupps. Undetonierter Sprengkörper in der Dorfmitte. Offenbar eine Sprengfalle, die an der Unterseite eines Fahrzeugs hängt. Wir melden, wenn wir sie entschärft haben. Ich will einen Verteidigungsring, sofort! Alpha, Sie übernehmen den Norden. Charlie, Sie kleben am Arsch der Minenräumer. Wenn die kacken, wischen Sie ab. Wir sind Charlie, Sie ne? kümmern sich um den westlichen Bravo. Sektor. Niemand Bravo, nähert sich dem Dorf, verstanden? Zu Befehl, Staff Sergeant. Verstanden. Und das bringt uns zum 8. Nox-Gebot. Arbeitet mit Sperrfeuer. Wenn ihr einem Tachi genug Blei um die Ohren fliegen lasst, so knallt er den Schwanz ein und haut ab. Und wenn nicht, wird er niedergehalten und ist ein leichtes Ziel. Ich frag mich, was passiert, wenn ich mich auf das Auto begebe. Ihr seid zu nah an dieser Sprengfalle. Mann, ich sagte, weg hier. Wenn ihr nicht in einem Schuhkarton nach Hause wollt, haut hier ab. Na gut, mal sehen, was wir da haben. Oh, leck mich. Da kommt ihr her? So, und jetzt müssen wir Bravo, jetzt wollt ihr selbst mal begehen oder was? Hört auf rumzuscheißen, ihr gefährdet uns alle. Die kommen jetzt hier von ungefähr da oben. Wir haben hier eine Sprengfalle mit Handy- und Annäherungszünder. Sie steckt voller Kompositsprengstoff mit einem Mobilfunkdetonator und einem redundanten Bewegungssensor. Sniper, ein netter, kompakter so Kanister, der uns alle hier. Zu Moos verarbeiten kann. Also bitte Sniper, keine Sniper. Telefonsexanrufe auf dieser Nummer, klar? Ich hab da AK, aber auch in einem wissenschaftlichen Vortrag geht das auch in verständlich.
Haben wir können das Ding nicht entschärfen, wir müssen es kontrolliert sprengen. Gebt uns etwas Zeit zum Verkabeln. Das ist wieder ein Sinus Game und so. Und das hier ist der die Maschinen-Wellness-Oase. Also und das hier? In Call of Duty würden wir jetzt ist Maschinen-Maschine. Nice.